Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bioshock 2, dem 22. Teil, und wir gehen jetzt zum Aufzug, der uns zu Sophia Lamp bringen wird. Zuvor noch ein paar Nieten aufheben, denn es wird bestimmt einen spannenden Bosskampf geben. Die Tochter des Volkes. Elinors Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben null Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie unser neues Medium ist. Dies läuft allerdings nicht auf eine reine Persönlichkeitsspaltung hinaus. Raptures Genie wird in ihrer neuen DNA kodiert sein und es wird sich willkürlich in den gewünschten Erscheinungsformen zeigen. Ein Utopist kann nicht auf einen einzigen Wurf des genetischen Würfelspiels beschränkt werden. Wenn es nötig ist, wird sie Komponistin sein, Tänzerin, Ingenieurin. Sie wird wahrhaft die Tochter des Volkes sein. Ja, so jemand möchte ich doch gerne mal kennenlernen. Lad Persephone. Das ist mal Fahrstuhlmusik. Ich singe nicht im Takt, denn das kann ich sehr, sehr gut. Da, 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 da. Ich spiel Bioshock. Freitagabend gut. Hab nichts anderes zu tun. Und deshalb trag ich nen Hut. Yeah, bam, ba, da, du, ba, 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 da, 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 du. Das musste ich leider jetzt gerade mal übersingen. Denn sonst kommt ja die GEMA und sagt hier, komm, Musik, sperren. Persephone, wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Okay. Persephone, Entschuldigung für die falsche Betonung, aber wer soll sowas denn wissen? Wer sich ein neues Wort ausdenkt, sollte auch möglichst dafür sorgen, dass jeder weiß, wie es betont wird. Ach, was ist das denn? Das ist ja ein riesiges Gebäude. Guckt euch das an. Ja, das wird wahrscheinlich doch noch ein bisschen dauern. Hallo? Was schon schön, so architektonisch alles hier. Guck mal. Hä, was ist das denn? Erdkern oder was? Ist ja schon so ein bisschen tief, ne, hier. Vater, komm schnell. Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Das glaube ich auch. Du sitzt nämlich in einem Käfig. Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Wenn ich dich jetzt so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. Dass sie meine Tochter ist? Ja, sie ist meine Tochter. Und jetzt halt die Fresse. Tesla-Upgrade? Ich habe das einfach nur genommen, weil es cool aussieht. So. Jetzt muss ich das hier auch nochmal hacken. Möglichst keinen Alarm auslösen. Und da habe ich dann auch mal drauf geschissen, dass ich gerade das Blaue nicht genommen habe, obwohl das offenbar auch kein Problem gewesen wäre, denn ich kann es ja jetzt wieder hacken. So. Ist ja schon ein schöner Gang hier, ne? Quarantänezone.
Hallo. Na, wie geht's, wie steht's? Hier Operations-Area, ne? This is where the magic happens. Die geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, dann riecht man schon, was kommen wird. Und wo sich ein Geschäft auftut. Habe ich das richtig verstanden? Das ganze Zeug hier gehört Sinclair. Na, ich hoffe, der hat eine Versicherung abgeschlossen. Das ist ja nicht mehr so ganz gut hier, ne, alles. Quarantäne. Areal. Ich hasse schon das Wort Quarantäne. Das sagt mir in Horrorfilmen und Spielen immer, dass irgendwas Schlimmes kommt. Und es tut mir. Naja. Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lam. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich diese Stimmung dadurch versaue, indem ich hier die ganze Zeit noch Sachen einsammle, aber. Oh, die ist ja schon so ein bisschen größer, ne? Und vor allem hat die überall Fernseher um sich rum. Kein Wunder, dass sie hier. Naja, gut, gerne ist sie jetzt auch wieder nicht hier, aber ja, ist doch gut. Dieser Tank, in dem sie ist, benutze die Steuerung, um die Quarantäneverriegelung aufzuheben. Du kannst mich auch gerne in Ruhe lassen, ne? Ich gehe jetzt auch nicht durch, so. Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Wie bitte? Oh. Ah, cool. Big Sisters. Hi. Na, wie geht's euch? Schöner Tag heute, was? Ja, guck mal, ich habe eine neue Shotgun. Lass mal ausprobieren, ne? Glaubt mir, die ist echt praktisch. Das ist eigentlich Kacke, ne? Ja, ich bin jetzt besser im Kampf gegen die. Das ist gut. Denn die sind schon so schwierig zu besiegen. Da kann ich jede Hilfe gut gebrauchen. Ach, aber die müssen mich auch immer mit ihren Messern da angreifen. Warum nicht mal ein spannender Faustkampf hier? Nur weil das Frauen sind, Achtung, Klischee, kratzen und alles hier, ne? Nicht richtig kämpfen können, ne? Und alles. Oh, ich merke gerade, ich habe kaum noch Verbandskästen. Mit kaum noch meine ich null. Thank you.
Es ist schon sehr interessant, wenn man mit wärmesuchenden Raketen auf eingefrorene Gegner schießt. Wollte ich nur mal sagen. Ja! Beeilung jetzt! Die Quarantänekammer wartet auf dich! Geh rein! Halt's Maul! Ich suche die andere Sister. Ich will die jetzt looten. Ich muss das. Und ich hacke jetzt das hier. Scheiße. Nein. Ja. Worauf wartest du, Junge? Halt die Fresse. Gleich gehe ich gar nicht rein. Dein Signal reißt ab, Junge. Ich sehe und höre nichts. Irgendwas in dem Raum blockt mich ab. Sieh sie dir an, Delta. 10 Jahre und immer noch träumt sie von dir. Noch 50 Sekunden. Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat? Sie wollte einen Vater. Sie hat einen Weg gefunden, dich wiederherzustellen. Körperlich und geistig. Und sie hat dich ständig beobachtet. Und sie vergötterte dich für jede deiner Taten. Das Mädchen da auf diesem Bett ist nun nicht mehr meine Tochter. Auch nicht mein Lebenswerk. Sie ist ein Monster, geformt alleine durch dich. Wie sie es immer wollte. Noch 20 Sekunden. Aber ein Detail der Bindung zwischen euch ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Dein Körper ist darauf ausgelegt, ins Koma zu fallen, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. Eleanor, vergib mir. Sein Körper stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit. Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Vater, ich bin es, Eleanor. Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen, zu entkommen. Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. Ich habe die Kontrolle über eine Little Sister. Du kannst nun Luftschächte benutzen und Adam von Leichen ernten. Ich weiß, das fühlt sich seltsam an, Vater. Aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll. So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Das ist doch viel zu spannend. Ich sehe mich selber. Und ich wusste gar nicht, dass die Eleanor noch lebt. Ich dachte, die hätte dir umgebracht jetzt. Kriech durch die Schleuse da. Aber die hat in Wahrheit nur das Herz angehalten von ihr. Und sie ist irgendwie weiter. Boah, hört ihr das? Das ist Hagel.
Das hört ihr bestimmt. Naja, gut, dann müsst ihr jetzt auch mit auskommen. Das ist leider höhere Gewalt. Aber was ist das hier überhaupt für ein Raum? Naja, gut. Komm. Entkommen wir jetzt mal. Bisschen Adam. Hier kann man auch mal mitnehmen. Eve. Mutters Büro, ja, ich würde sagen. Das hier sieht wie ein Weg aus. Ja, aber ich lieg doch trotzdem noch da rum. Achtung! Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen. Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen, um endlich auch so stark zu sein wie du. Nein. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister-Anzugs finden können. Bitte, bring sie mir. Ich will ihn aber nicht zu Big Sister machen, ist sie bescheuert? Je näher Delta kommt, desto mehr verändert sich Eleanor. Im Schlaf murmelt sie etwas, das sie Stationen seines Aufenthalts hier miterlebt hätte. Sie beginnt sich der moralischen Konditionierung zu widersetzen. Eleanors Bindung an Delta verwandelt die Tochter des Volkes zurück in ein rebellisches Kind, dessen Stimme ich nicht erkenne. Schlimmer noch, ich habe den Verdacht, Eleanor hat etwas mit Deltas Rückkehr zu tun. Ich fürchte, um sie zu trennen, muss ich Maßnahmen ergreifen, die ich mir selbst nicht verzeihen kann. Daddy meets Dr. Gilbert. Was hat das Monster da zu suchen? Naja, egal. Ach, das ist so ein Nuckelfläschchen-Viech, ne? Und offenbar sieht für die Sister hier alles schöner aus, als es in weiter alles ist. Das ist schön für die Sister. Sie sieht die Menschen noch so, wie sie mal waren. Eigentlich ist das mega gut. Nur leider wollen sie in Wirklichkeit umbringen und das ist nicht gut. Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Eigentlich will ich das gar nicht. Ich will nicht, dass die zu Big Sister wird. 10 Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Ich wollte eigentlich hier rein, aber ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich den Lüftungsschacht hier betrete. Mal gucken, was dann passiert. Ich hoffe nicht, dass ich dann irgendwo hinkomme, wo ich gar nicht hin will. In die Hölle.
Oder den Himmel, denn das wäre beides scheiße. Das würde ja bedeuten, dass man stirbt. Ach, cool, okay. Komme ich trotzdem hier hin? Das war der magische Feenstaubschalter der Magie. So. Mich erstaunt auch, dass die Typen da mich nicht angreifen, weil Little Sisters sind hier ja wohl sehr beliebt als Adam Spender. Ich war in Quarantäne, aber Mutter weiß nichts über das Ausmaß meiner Verbindung zu den neuen Little Sisters. Ich empfinde nicht nur mit ihnen, ich kann sie direkt kontrollieren. Sie sind jetzt meine Hände und meine Augen. Besser noch, wir haben Vaters Körper gefunden und eine Genprobe genommen. Die Mädchen verstecken die Proben in diesen Puppen, die wir immer gemacht haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den Dreh raus habe, einer der Weiter Chambers... Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Mhm. Lecker, lecker, lecker. Leichen mit Adam. Warum sammle ich eigentlich das ganze Geld und die Verbandskästen? Ich brauche die eigentlich gar nicht als Little Sister. Ich habe doch keine Feinde hier, wo ich rumlaufe. Ist doch alles schön. Guck mal, was dieser wunderschöne Ort alles zu bieten hat. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Ein guter Mensch? Ein Superheld? Ich überlebe, koste es, was es wolle. Genau wie du. Meine neuen Sisters haben dir vertraut. Aber du hast dir genommen, was du brauchtest und hast sie dann weggeworfen. Und ich habe jedes Mal gespürt. Es war nichts Persönliches. Es war eben das Gesetz der Natur. Ich habe mir genommen, habe ich das richtig verstanden? Ich habe mir genommen, was ich brauchte und habe sie dann weggeworfen. Das habe ich immer gemacht, das habe ich einmal gemacht. Einmal. Ich habe die immer gerettet. Habe ich das Adam bekommen? Ja, aber weil ich die gerettet habe. Ich habe eine Sister ausgebeutet, habe ich mir jetzt durch das Ausbeuten einer einzigen Sister das ganze Spiel kaputt gemacht? Nein. Das wäre der... Dreck. Ich will eigentlich nicht. Kriegen wir jetzt ein schlechtes Ende, nur weil ich einmal eine Scheiß-Sister ausgebeutet habe? Immer ihr mit euren Wünschen. Scheiß-Zuschauer. Naja. So ist das, was ich jetzt tun werde. Vollkommen natürlich.
Oh, das ist viel besser. So, jetzt. Diese Anzüge haben mich immer an dich erinnert, Vater. Die Haut eines geborenen Kämpfers. Und jetzt bin ich bereit, an deiner Seite zu kämpfen. Mutter hat keine Chance. Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Das ist so, als würdest du deine Tochter mit zur Arbeit nehmen. Rufe Eleanor in ihre Big Sister Form, damit sie dir im Kopf zur Seite steht. Ja, bringt euren Vater mit zum Berufetag. Ja, kennt ihr das noch aus der Schule? Wir hatten sowas nie, aber das kennt man ja irgendwie. Ach cool, das würde ich auch können. Gerne. So. Habe ich jetzt, das doch, ich... Also sie hasst uns nicht und will uns jetzt nicht umbringen und das Wichtigste aber erstmal, sie hasst uns nicht, weil wir einmal eine Sister ausgebeutet haben, denn es war ja ein Versehen. Ich wollte das ja gar nicht machen, aber die Kommentare haben gesagt, ich soll das machen. Genau gesagt, ein Kommentar hat das gesagt. Naja, wie dem auch sei, so ist es jetzt halt, ne? Eins mit I. Oh, hi. Los, Eleanor, bring sie alle um. Du hast doch jetzt Fähigkeiten. Subject Delta, ich weiß, du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Was ist das? Eleanor Lamp, was ist das? Ja. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Statt er nicht, wir müssen hier raus? Du kannst nur einmal sterben, aber ich verspreche dir, ich mach's los. Das war jetzt mal der krasseste Untertitelunterschied, den ich je gesehen habe. Naja, laufen wir mal hier lang. Kann ja eigentlich nur gut sein, ne? Kommst du? Ist doch, ich hoffe, Eleanor will jetzt hier, hasst uns nicht. Also das wäre ja ziemlich blöd. Es geht mir jetzt durch den Kopf. Das wäre ja kacke, wenn nur durch eine schlechte Entscheidung plötzlich schlechtes Ende erreicht werden würde. So wie bei, wenn man bei Infamous zum Beispiel den guten Weg einschlägt, dann eine schlechte Tat macht, aber das gute Ende nicht mehr bekommen kann. Das wäre auch blöd. Und ich würde sagen, ich drücke jetzt mal auf der Stelle Pause. So, ohne dass ihr gesehen habt, was großartig passiert, bedanke ich mich jetzt schon mal für eure Bewertung, die wahrscheinlich sowieso nur in ein- oder zweifache Ausführung kommt. Warum bewerten immer so wenig von euch? Ich verstehe es nicht, das ist doch nur ein Mausklick. Ich habe früher auch immer, wenn ich bei Videos gehört habe, bitte jetzt bewerten, habe ich auch manchmal nicht bewertet, aber mittlerweile mache ich das selber, weil ich weiß, dass das echt was bringt. Du kannst dem Typen sagen, ob das Video gut oder schlecht ist, und wenn man nicht bewertet, aber nur das Video schaut,
dann kann ich doch nicht wissen, ob ihr das gut oder schlecht findet. Was soll ich denn dann verbessern? Also würde ich mich doch über jeden Klick auf Daumen nach oben oder nach unten freuen. Und wenn ihr zwiegespalten seid, dann könnt ihr auch gerne den Daumen nach unten geben, aber dann würde ich mich auch über einen Kommentar freuen, warum. Ich habe nichts gegen Daumen nach unten. Aber bitte, wenn ihr überhaupt irgendwie bewerten könntet, das wäre schön. Und wenn es einen neutralen Daumen geben würde, dann bin ich mir sicher, würden den auch nur die wenigsten einsetzen. Ich glaube, es ist einfach nur die Faulheit der Leute. Naja. Gut. Das war jetzt aber meine Kritik an euch, ne? Ich muss ja auch mal hier ein bisschen andere hassen, als ständig nur die Ingame-Gegner. Ist ja als eintönig, ne? Muss ein bisschen variieren, ne? Nein, ich liebe euch. Ihr seid hier und guckt meine Videos. Das ist so geil. Das fühlt sich so toll an, vor allem während ich die Videos aufnehme und die noch gar nicht online sind. Vor 50 Jahren hätten die gesagt, es ist ein Bescheuerter, der da sitzt und mit Leuten redet, die ihn gar nicht live hören können. Naja, sagen wir lieber vor 100 Jahren, als es noch kein Fernsehen gab. Naja, tschüss, bis morgen. Dann ist auch, glaube ich, das Ende, ne? Also, Finale.